Aber gern. Ist in Ordnung. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ihr solltet lieber hier bleiben. Ach, ihr zwei, seid noch arbeitslos. Habe ich jetzt kaum noch welche viel Holz? Ja, ja. Wenn's denn sein muss. So soll es sein. Betrachtet die Sache als erledigt. Boah, Alter, mach doch mal eine Pause. Der Herr gebe euch Kraft. Ein Held ist in großer Gefahr. Wenn's denn macht mal sein lieber da Holz. Muss. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ja, beim Kalifen wird er sich darum sorgen. Gut, ich möchte erstmal den hier ihr weit. Ihr braucht mehr Steine. Stimmt, der geht ja gar nicht. Das geht auch noch nicht, ne? Nee, 150. Okay, dann sprech ihn an. Habt Dank. Ja, ja, kein Problem, Vordersau. Ehe ich mir den Trank bereite, öffne ich euch noch den versteckten Pfad in Kerberos Lager. Und nehmt meine restlichen weltlichen Güter, ehe sie mich zur Sünde verleiten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Warte mal. Bei Mohammed, es sei. Ja, Erik ist. Also, Hillas definitiv. Ja, mein Herr. Eigentlich ist Pilgrim auch wichtig dafür. Ja. Was für eine Mission da rankommt. Gut. Ja, die zwei. Wie ihr wollt. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir. So, ihr lenkt ihm mal alle ab. Wie ihr wollt. Und in der letzten Aufnahme, die nichts geworden ist, da wollte ich mit Ari zurückgehen, sie war unsichtbar. Dann waren die plötzlich Soldaten an sie angegriffen. So wird mich niemand erkennen. Ich bin schon unterwegs. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Wenn ihr wollt, natürlich. Solange Ari nicht angegriffen wird, ist das mir alles relativ egal. Wie ihr wollt. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet. Wenn ihr es für richtig haltet. Und die Zeit ist schon abgelaufen. Ich bin schon unterwegs. Freilich. Kommen die denn jetzt her? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin schon unterwegs. So gut ich kann. Ja. Wie endlich ein bekanntes Gesicht. Gut, dass ihr hier seid. Kerberos hat mich gefasst, als ich in den Bergen umherwandelte. Er hatte erfahren, dass ich die Technologie des Wetterwechsels entschlüsselt habe. Unter Folter gab ich mein Geheimnis preis. Er wird nun mit seiner Wettermaschine bald in der Lage sein, den Winter herbeizurufen. Das ist ja furchtbar. Sein Plan ist, über den gefrorenen See in Norfolk einzufallen und die starke Verteidigung der Stadt damit zu umgehen. Oh. Die Barbaren aus dem Westen werden die Gelegenheit nutzen. Sie werden vom Westen über Norfolk herfallen.
Unter diesem Ansturm wird Norfolk fallen. Ja, geil, was? Ihr solltet versuchen, den Winter durch eine eigene Wettermaschine aufzuhalten und Norfolk militärisch beizustehen. Ich habe nahe meinem Gefängnis die Stelle entdeckt, wo Kerberos seine Schwefelvorkommen abbaut. Ja? Sollte es euch gelingen, ihn dort zu besiegen, wird er keine Möglichkeit mehr haben, Kanonen für seine Armee herstellen zu lassen. Sorgt euch nicht um mich. Kerberos wird mir nichts antun. Helft doch voll! Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ihr wagt es! Achtung mit der Kanone jetzt! Einer eurer Helden wird angegriffen. Freunde, kommt zu mir! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Gebt Acht! Die Falle ist aufgestellt! Achilles, du solltest doch bekehren. Warum bekehrst du jetzt nicht mehr? Weh euch, ihr Ungläubigen! Ihr wart für Lehm zuständig. Irgendwann habe ich dann noch so ein Lehmdingsbums gesehen, wa? Wie heißt denn das? Ach, kommt einfach hierher. Aber gern. Ein Held ist in großer Gefahr. Ihr kein kommt auch Problem. Schon mal hierher. Im Namen des Herrn. Das könnte ein bisschen lauter werden. Also, dass ich angegriffen werde. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Brauch ich mir nicht zu sorgen. Huch, den hab ich ja total vergessen. Im Namen des Herrn! Ja, ja. Achso, wollte gerade sagen, warum habe ich jetzt plötzlich 27? Ich habe ja gerade einen bekehrt, also. Aber gern. Aber guck mal, wie schnell ich wieder Taler bekommen habe. Aber das passiert jedes Mal, wenn man immer auf bestimmte Sachen wartet, dann achtet man einmal nicht da drauf, dann hat man plötzlich so viel. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Steuern. Wenn's denn sein muss. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Seid gesegnet. Folge mir, mein Sohn. Angriff! Kein Problem. So. Ja! Ausbau vollbracht. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Hat er keine bessere Ausrede? Ist in Ordnung. Oh. Nichts lieber als das. Feinde haben einen Held attackiert. Ja, fein. Greift mich an, juhu. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Ich habe die Wurst von mir abgefallen gelassen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern.
Alter, wie schwach sind die denn? Die sind ja sehr schwach. Fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt. Ja. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ein Held ist in großer Gefahr. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich bekehre dich, mein Leibeigener. Kommt auf die Seite zu Dario. Jawohl, der ist nett. Aber gern. Seid gesegnet. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Achtung mit der Kanone jetzt! Rums. Wir werden angegriffen, Bart. Für Kerberos. Wir sterben für ihn. Euer Dorf steht unter Beschuss. Jarl, ich werde nicht sterben. So, jetzt habe ich hier 6. Ich muss... Wieso kostet das alles immer jedes Mal Stein, Alter? Ah, das kostet natürlich 200. Ja! Ja. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Ja, ist doch gut, Mann. Ich hab's doch begriffen. Zahltag. Übrigens, ich lasse die hier mit Absicht zu. Nicht, dass die Barbaren auf die Idee kommen, hier einfach hier irgendwas zu besetzen. Wenn Gott es so will. Oh, nur Trophäe. Trophäe. Ich werde mich darum eine Truhe. Kalifen. Trophäe. Wie komme ich denn jetzt da drauf, Alter? 300 war, ja. Lehm? Ernsthaft? Das brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Stein wäre was so Schönes. Gut ich kann. Na okay, hier irgendwo ist auch noch eine Truhe hier irgendwo. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Hier ist eine Truhe. Feinde greifen ihn Mann. An. Trophäe. Mann, nein, nicht Trophäe, Truhe. Hier ist auch irgendwo eine. Haben wir im Trailer gesehen und hier sind auch 2, 3. Was habe ich denn jetzt mit Trophäen? Weil bestimmt beide mit TR beginnen, wa? Mir ist wichtiger erstmal... Im Leben nicht! Platz in meiner Bevölkerung zu bekommen. Und wenn ich herausfinde, wer es von euch gesagt hat, wird getötet. Hey Leonardo, läufst da? Hier ist bestimmt ein Plumpsklo. Also so ein Haus möchte ich nicht haben, wenn hier jetzt ein Plumpsklo ist, dass ich extra nach draußen gehen muss, um dann nur auf Toilette zu gehen. Stell mal vor, draußen ist ein Unwetter. Steuern und Sold werden gezahlt. Und man sollte am besten im Haus bleiben und man muss dringend auf Klo und dann... Ah, die Toilette ist da draußen. Inshallah. So wird es gehen. Inshallah. Bestimmt wird es so aber gehen. Damn. Okay, jetzt kann ich endlich neue holen. Wie ich das hier immer noch hier zur Hälfte kaputt lasse. Ja. Schade, dass man keine Burg bauen kann. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ihr müsst mehr Steine besorgen. So. Ich hätte auch die ganze Zeit U drücken können, aber wollte ich nicht. 300. Und ich muss bis hier weiterentwickeln. Das Gebäude ist nun ausgebaut.
Denn dazu brauchst du die Alchemistenhütte, also um die auszubauen. Hier, das hier. Denn die muss ich da dann ausbauen für diese Mission. Dazu brauche ich Metallurgie. Und wenn ich die gebaut habe, kann ich da zwei Sachen weiterentwickeln, und zwar für die zwei Sachen. Und für die beiden Sachen kann ich dann das Wetter kontrollieren. Da kann ich entscheiden, ob ich Sommer haben möchte oder Regen oder Schnee. Nebel gibt's leider nicht. Schön wär's. Ja, aber dazu brauche ich erstmal die Pläne von Leonardo. Und das kann eine Weile dauern. Bla bla bla. Beratet euch darauf vor, Norfolk zu verteidigen. Leonardo arbeitet in der Zwischenzeit an der Aufzeichnung seiner Pläne für die Wettertechnologie. Und das war das Einzige, was ich nur noch gebraucht hatte. Und ich hatte alles hier schön vorbereitet. Alle hatten hier einen Bauernhof und ein Haus zum Schlafen. Ich hatte hier 4, 5 davon hier zu stehen gehabt. Hier hatte ich einen gehabt. Hier hatte ich, glaube ich, 2 oder 1 gehabt. Also ich war, wie gesagt, sehr weit gewesen. Also das Einzige, was ich nur noch warten musste, war auf Leonardo. Und dann hat das Spiel sich nicht mehr reagiert und dann, ach. Und dann, ja. Mein Rechner hat sich neu gestartet, einfach. Ja. Ohne Vorwarnung. Und sowas hasse ich tierisch. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ja, was wäre jetzt besser? Warum greifen die mich nicht mehr an? Erkunde das Land! Oder bereiten sie sich jetzt vor für den Angriff? Weil wir festgestellt haben, dass hier gar nichts... Mann! Was ist denn jetzt los, Alter? Jetzt lispel ich schon. Bestimmt haben die jetzt festgestellt, dass es hier gar nichts... nützt! So! Nichts! Was ist halt... Wie komme ich denn auf nichts? Hier gar nicht nützt, mich anzugreifen, weil... Ja, weil die keine Chance haben. Es sei denn, die kommen jetzt hier. Mit die ganze kleine Armee hier. Denn hey, man... Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ich kann hier heute nicht reden. Und dann hätten sie eventuell eine Chance gehabt. Aber nein, sowas machen sie nicht.